Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge hatten wir Colette verloren von diesen einen Typen hier, der hat die mitgenommen, wie ist er nochmal, Ryoda oder so. Eine Sekunde, ups. Gib mir mal eine Minute, verlorene Zeit. Barley, ja, da ist auch so ein Typ, den irgendwie Riedel kannte. Keine Ahnung, viel zu viel Text. So. Ich hab grad gesehen. Ich auch noch die Hexenrobe. Doch. Was? Okay, egal. So, mir ist mal aufgefallen, wir können ja noch mit den Mädels hier reden, wegen. Oh. Das war jetzt eigentlich nicht geplant. Hast du schon mal von den attraktivsten Schwertkämpfer gehört, der in der letzten Zeit häufig im Ort ist? Offenbar sucht er nach einem bestimmten Feuerholz. Bestimmtes Feuerholz? Er meint etwas von wegen, er benötige eine Hitze, die sogar das legendäre Aonis zum Schmelzen bringen würde. Aonis? Das klingt jetzt aber nach einem Märchen. Was ist Aonis? Ein Material, das Mythos, der Held von den Göttin Mattel erhalten hat. Daraus wurde Ausrüstung für Götter hergestellt. Es ist ein imaginäres Material, das nicht existiert. Ach, das war Rain, okay. Was ist mit deiner Stimme los, Rain? Ich meine, und der sucht nach Feuerholz, bei dem sogar dieses Material schmilzt? Der ist echt verrückt. Hey, mach dich nicht über Kratos lustig. Was? Aber Kratos ist immer... Warum sucht er wohl nach diesem Feuerholz? Das macht mir Sorgen. Wir sollen uns darüber nicht sorgen. Ja, das macht mir Sorgen. Das macht mir Sorgen. Lass uns seine Schritte genau verfolgen, bis wir wissen, was er vorhat. Eigentlich wollte ich so mit dir reden. Aber habe ich nicht das Dings ausgerüstet oder was? Oh, ich habe nicht Individualität ausgerüstet. So, ich muss ja wieder an Geld kommen, ne? So, genau, das wollten wir auch noch machen. ロディルに連れて行かれてしまったんですから。そうだな。過去は変えられん。できることをやるしかない。ただ真摯に。はい。Okay. Dann, erstmal schön hinsetzen. Okay. So, was bedeutet das jetzt? Ist hier irgendwie was? Genau, bestimmt nicht. So, wir haben irgendwie eine Quest aktiviert mit Kratos irgendwie. Glaube ich. Feines Granulat, wow, geil. Und ja. Weiß ich nicht. Vielleicht. Ja, das sieht doch aus irgendwie, als würde das. Okay, dann nicht. Weiß ich nicht, haben wir irgendwas aktiviert oder auch nicht, aber mal gucken. Na egal. So, dann tun wir wieder. Wow. Die Fähigkeit wechseln. Tun wir ihn auf T-Typ machen. Ja, dann habe ich schon letztens gelesen. Erhöht die Wirksamkeit und den TP-Verbrauch beim Einsatz von Fähigkeiten. Das sage ich irgendwie, das wäre ein Fehler, aber das könnte ja wahrscheinlich irgendwie so was wie Turbo MP aus Final Fantasy sein, ne? Deswegen, ja. Wer war dieser Mann? Hat bisher ihn auch mit ins Dorf gebracht? Gib mir doch nicht für alles die Schuld, Mann. So, ich sollte vielleicht doch mit mehr Leuten hier reden, genau um solche Sachen hier zu aktivieren. So, da haben wir eigentlich nichts. Da fehlt uns eigentlich nichts, glaube ich. Deshalb waren die Kämpfe relativ einfach, muss ich sagen. Also schon lange seit wir Schwierigkeiten an. Wie sieht es eigentlich so Level-Up-mäßig ab? Ja. Wie komme ich überhaupt hier raus? Da. Nee, doch nicht. Ach so, da, okay. Gehen wir da lang. So, und wir müssen jetzt zurück nach Mizuho. Mhm. Da müssen wir durch den Wald, genau. Bäh. Sehr schön.
Halt mal, hat sie jetzt so ihre Kampfstimme und so geändert? Da ihr Bild ist da noch immer gleich, glaube ich. Nee, ich glaube nicht. Hm. Ich finde irgendwie, sie ist hier viel besser zu steuern. Bisher eignet sich Verbundfähigkeit an. Okay, gut. Hat wohl noch was gemacht. Leben plus Unisono macht was. Hört die Kraft von Unisono angriffen und hin und wieder maximal KP. Was? Geil. Wegen dem hier oder was? Ne? So, machen wir noch das hier ausprobieren. Okay, das war gut. So, dann möchte ich das jetzt noch schnell machen. Ja, irgendwie ist sie ja besser zu schneiden wie im zweiten Teil. Weil da war sie irgendwie tot langsam. Oh Gott, ein Spoiler. Ah. Mein Gott, bisher kommt im zweiten Teil wieder vor. Aber naja, jetzt wo es schon raus ist, da war sie verdammt langsam. Also hier kannst du ja wenigstens mit dir kämpfen. Im zweiten Teil fand ich das richtig blöd. So, ich habe Neues gelernt seit... Nö. Irgendwie war sie so langsam, dass es schon gar nicht mehr witzig war, mit ihr zu kämpfen. Aber hier ist in Ordnung. So, du kannst nicht... Ich habe nichts dagegen, wenn du hin und wieder Leben plus bekommst. Sehr schön. Ich erinnere mich irgendwie an Tales of the Abyss, da konntest du auch irgendwie sowas freischalten. Aber ich glaube, das ist nur sehr gering. Dass sich das erhöht. Ach ne, hier war wieso schon, ne? Ah ja, stimmt. Okay. Ich dachte immer noch, wir können nicht nach rechts und so, aber. Stimmt ja. So. Alles klar. Wir können uns hier nochmal umschauen, finde ich. Warte mal. Gewisserweise, ich mache ihn zum Schlagtyp irgendwie. Soll er für Schlagen sein, ne? Ich habe keinen Bock, das immer wieder zu. Oh, so. Ja. Ah. Ich soll vielleicht mal lesen, was die da sagt. Was? Bist du keine Frau? Ah! Banane. Gegen Unabhängigkeitserklärung. Gold, was? Da gibt es ja neue Sachen zu kaufen. Oh, eine Karte. War verdammt, ich habe nicht genug Geld. Okay, das bringt's schon. Bild einer Katze, beständig gegen Wind. Ja, komm schon, können wir irgendwie was verkaufen? Ich habe jetzt keinen Bock, extra dafür zu grinden. Ich habe noch alle möglichen Waffen, wer weiß, vielleicht bauen wir die ja irgendwann mal. Nicht irgendwie so Gegenstände, die sich so verkaufen lassen. Na egal. So, dann gehen wir mal hier rein vielleicht. Ich bin kein Kind. Genius, Schatz ga deteimasu. Doko? Watashi ga naoshimasu. Arigato. Genius wa mada kodomo nan desu ne. Okay, was soll diesen ganz offensichtlichen Anspielungen immer. Kommt einfach so ein Typ, läuft so in dein Haus herum. Was soll das? Oh, Leute, gutes Timing. Was ist denn? Wir haben die Rails gefunden. Was für ein Zufall. Genau wie Kratos gesagt hat. Warum tut er sowas, um uns zu helfen, wenn er unser Feind ist? Aber jetzt können wir Colette retten. China, bevor du die Raya zurückholen kannst, muss ich dir eine Aufgabe stellen. Eine Aufgabe, Fizo überhaupt?
Ja, auch wenn wir die Rails wiedergefunden haben, werden sie erneut abstürzen, wenn Bolts Mana versiegt. Ah, ich sehe schon, worauf das hinausführt. Bevor ihr die Rails zurückholt, müsst ihr daher einen Pakt mit Volt eingehen. Ich weiß, das ist schwer, aber die Aufgabe musst du meistern. Ich kann nicht. Sheena ist schon einmal beim Versuch, einen Pakt mit Volt zu schließen, gescheitert. Deswegen liegt auch unser Oberhaupt in Koma. Oh. Hallo, wie lange liegst du schon da? Okay, das heißt, wir müssen wahrscheinlich zu diesem einen Turm da hingehen, ne? Oh, Hallöchen. Ich rede das mit Presser, ja, hallo. Na. Sheena sah aus, als würde sie gleich weinen. Aber ich glaube, je tiefer die Wunde, umso wichtiger ist es, die Sache zu überwinden. Was ist damals für Aufregung? Was hat damals für Aufregung gesorgt? Ein Viertel der Bewohner von Wieso kam ums Leben. Sie spielt die Starke, aber sie ist hier im Dorf ziemlich isoliert. Heitere sie mal auf, Mann. Ich glaube, sie hat etwas für dich übrig. Deshalb wollte Sheena also keinen Pakt schließen. Leute, komm, wir heitern sie ein bisschen auf. Und ich wüsste, wo sie ist. No, Regal, hi. Nicht du. Ihr findet doch sowieso nie was. Sheena ist jung, zu zart, um das grausame Schicksal zu akzeptieren, das ihr zugemutet wurde. Leih ihr deine Stärke. So, ihr könnt ja auch noch mal vielleicht irgendwie Tipps geben, was das hier mit diesen Katz-Typen auf sich hat. Weil ich blick da nicht durch. Oder ich habe nicht genug Geld, um da durchzublicken. Du weißt doch, wie es ist, wenn andere deinetwegen leiden müssen. Sprich mit ihr. So, wandert alle. Ja, Colette ist auch weg. Okay, ja. Sheena! Was los? Keine Sorge, wenn es hart auf hart kommt, rette ich dich. So wie du mich damals gerettet hast. Ich kann nicht. Ich kann es einfach nicht. Ihr habt davon gehört, nicht wahr? So viele Leute sind tot, weil ich kein Bündnis mit Volt schließen konnte. Ja, wir haben davon gehört. Na und? Am Ende bringe ich euch doch noch um. Wir sterben schon nicht. Woher willst du das wissen? Weil du Erfolg haben wirst. Wie kannst du das so sicher sein? Ich habe schon einmal versagt. Du schaffst es. Deine Elementargeister haben uns schon so oft geholfen. Ja, alle ein. Du bist nicht mehr die Altschiene. Du hast schon Bündnisse mit anderen Elementargeistern geschlossen. Es wird schon klappen. Du schaffst das. Ich verspreche es dir. Ja, Sheena, ich helfe auch. Und wenn Volt wieder ausrastet, dann kriegt er es mit mir zu tun. Und das war es dann, okay? Okay, ich versuch's. Sehr schön. Orochi kann euch später zeigen, wo die Riots sind. Ich schicke ihn dann zum Tempel. Der Tempel des Blitzes liegt nördlich von ihr. Nehmt euch in Acht. Ja, wir sind schon mal da gewesen. Sheenas richtiger Name. Wo ist オロチと口なわって兄弟なんだろ?面白い名前だな。両方とも水穂の古い言葉で蛇って意味なのさ。でもそれが本当の名前じゃないんだよ。偽名なんですか?ちょっと違うけど、水穂にはあざなっていう別名をつける風習があってね。本当の名前を隠す習慣があるのさ。へえ、本当の名前は何て言うんだ? さあね、それは本人と親と棟梁しか知らないよ。あとは結婚する相手だね。シーナさんの名前もアザナなんですか?ああ、そうさ。プレスヤちゃん、俺様シーナの本名知ってるぜ。え?なんであんたが知ってんのさ。シーナの本名は妖怪暴力鬼女って言ったぜ。ゼラス!いや、ほら見ろ、暴力鬼女じゃねえか。 Okay. Macht er das bei allen Frauen? Weil ich glaube nicht, dass das sehr erfolgreich ist. Ja, okay. Dann finden wir mal den Turm wieder. Ich habe es ja so mit Türmen und so, die ich locker finde und ich will Presseia steuern. Warum kann ich nicht? So.
Okay, warte mal. Ich muss noch mal gucken. Mir passt das eigentlich nicht jetzt, dass Zellos auch ein Schlagtyp ist. Wir haben ja 8 Charaktere bis jetzt. Ich weiß nicht, ob Kratz irgendwann mal zurückkommt oder nicht, aber mal gucken. Wir haben 8 Charaktere. Ich will von ihnen, ich will 4 davon zum Schlagtyp und 4 zum T-Typ machen. Ich weiß, das ist ziemlich kindisch, aber egal. So, wir haben einmal Sheena als Schlagtyp, Zellos als Schlagtyp, Regal als Schlagtyp, Perseon Schlagtyp und Lloyd als Schlagtyp. Das sind 5, das ist zu viel. T-Typ, T-Typ. Könnte jetzt dann auch ein T-Typ, glaube ich. Also irgendjemand muss hier noch zum T-Typen werden. Dann lassen wir hier zum T-Typen, mein Gott. So, machen wir einfach hier, was weiß ich. Er hat auch viele T-Dinger hier, deswegen. Also man kann ja so viele Zauber, deswegen passt das jetzt geil. So, das heißt, ich muss jetzt immer wieder wechseln. Zur Individualität. Oh nein, nicht hier. So, jetzt der Turm war ja nicht so weit entfernt und so versteckt, da würde ich schon ihn finden. Da waren wir ja schon mal jedenfalls. So, bitte, kein Gegner mehr, kein Gegner mehr, danke. So, jetzt kommt wieder die wunderschöne Bootsteuerung. Und wir sind da. Oder auch nicht. Wir sind da. Oder auch nicht. Da. Ah. Komm schon. Ma. Na. Pack mit Volt. Weil wenn ich den Weg wieder nicht finde. Okay, so jetzt weiter beim Park-Simulator. So, alles klar. Ja, wie gesagt, wenn ich wieder nicht hinbekomme, den richtigen Weg zu finden, wie beim Wassertempel, dann wird das schon ein bisschen schwierig. Wir sind ziemlich einfach hineingekommen. Ich sehe nirgendwo einen Orakelstein. Es ist die blöde Welt. Vermutlich funktioniert er noch nicht als Siegel. An diesem Ort kann ich mich aus dem zweiten Teil, glaube ich, auch erinnern. Gib dein Bestes. Ich nehme an, Corinne war damals noch nicht dabei, als Sheena das gemacht hat, was sie gemacht hat. Oh Gott. So. Oh, das ist ein Speicherpunkt, perfekt. Okay. Vertrauen. シーナ、大丈夫かな?信じてやるんだ。俺たちが信じないで、誰が信じてやるんだよ。美しい信頼関係だな。茶化すんじゃねえ。茶化してねえよ。もしもだ、今から契約を結ぶのが俺様の仕事だったりしたら、さすがのロイド君も手放しじゃ信用できないだろ?本当だね。ガキンチョ黙ってろっつうの。 ich weiß nicht. Er macht auf mich genau den gleichen Eindruck wie ein bestimmter Charakter aus einem anderen Tales of Teil, den ich von Anfang an nicht trauen konnte. Okay. Warte mal. Ja, ne. Warte mal, da kann ich das Ding ja wieder ändern. Ich weiß nicht. Zellos ist irgendwie. Weiß ich nicht. Mal gucken, was sich ergibt. Aber da oben ist ein Knopf. Kann ich da vielleicht drauf gehen? Au! Autsch, was war das? Scheint ein Stromschlag gewesen zu sein. You don't say! Wenn du auf den Schalter triffst, schlägt der Blitz in diesen Mast ein.
Hey Shina, du warst schon mal hier, richtig? Wie hast du es damals gemacht? Ich weiß wirklich nichts über die Fallen im Tempel. Die anderen Leute aus Bizo haben sie für mich beseitigt. Da müssen wir es wohl selbst herausfinden. Leute, bitte Schlangen bevorzugt in hohe Objekte ein. Hohe Objekte? Ah, okay. Ich hab schon gesehen. Zack. Haha! Was bringt uns das jetzt? Hm? Okay, da geht's glaube ich schon weiter, ne? Hey, hey, hey. Bitte? Nein. Ich kann nichts damit machen. Okay. Weiß ich nicht. Lass mich mal kurz hier rein, danke. So, da würde ich sagen, das ist ein passender Punkt, um einen Schnitt zu machen. Und dann können wir im nächsten Part hier dieses wunderschöne, ja, tschüss, bis zum nächsten Part.